Hallo, ich will gerade nach den Meerschweinchen schauen. Die sind hier wieder an einem wunderschönen sonnigen Spätsommertag im Garten, im Gehege. Und da habe ich gerade diese Grille entdeckt. Und die Brunhilde natürlich neugierig. Das ist das Gehege jetzt von meiner Tochter, von den Meerschweinchen. Meine sind ja in einem anderen Gehege untergebracht, zwei verschiedene Gruppen. Und diese Grille ist nicht ganz unbekannt. Die war heute früh schon beim Frühstücken auf der Terrasse und bei meiner Tochter am Bein. Und als sie die dann in die Hand genommen hat, hat diese Grille sie gezwickt oder gebissen. Also sie lief auf der Hand und hat dann einmal kurz zugezwickt. Und jetzt beobachte ich diese Grille, wie meine Meerschweinchen darauf reagieren, ob sie es überhaupt wahrnehmen. Ist natürlich freie Natur hier, da kreucht es und fleucht es und da gibt es Ameisen und Schnecken und was nicht alles. Und dann kommt es natürlich auch mal vor, dass hier so ein Tierchen mit im Gehege ist. Also ich werde das jetzt eine Weile beobachten und zur Not dann die Grille aus dem Gehege rausnehmen, wenn sie nicht von alleine geht. Die Meerschweinchen fühlen sich wohl. Es ist wunderschön, man sieht, die Sonne scheint. Man muss ja jeden Tag noch genießen, solange es noch schön warm ist. Wir haben ja Spätsommer. Und da sind dann die Tage gezählt, die sie noch draußen verbringen können. Die Meerschweinchen sind ja Hausmeerschweinchen, also sind leben bei mir drin und sind dann nicht so robust. Und da muss man schon aufpassen, dass sie sich dann nicht erkälten, wenn es dann kühler wird. So. Die Grille sonnt sich immer noch hier. So, jetzt setzt sie sich in Bewegung. Schon auch mal interessant. Also ich finde es immer balsam für die Seele, wenn man sich nur hinsetzen kann und die Meerschweinchen beobachten kann, die Vögel zwitschern hört und auch mal die Tiere, andere Tiere noch, wie die Insekten hier beobachten kann. Das ist wirklich, tut einem gut. Muss auch sein, zwischendurch nicht nur arbeiten, sondern auch mal die Zeit genießen und vor allem die Sonne genießen. So, wie gesagt, das sind die Meerschweinchen von meiner Tochter. Hier rechts die Maddie, die älteste Chefin. Ihr gehen langsam die Haare aus. Sie ist jetzt 5, ja, und bekommt langsam dünnes Fell. Aber ansonsten alles wunderbar. Sie fühlen sich wohl, sind gesund. Und die Grille, die setzt sich dann auch langsam in Bewegung. Wunderbar. Und mit diesen Bildern sage ich dann Tschüss und bis bald und Tschüss.